Das ist Cengiz. Cengiz macht gerne Sport. Von morgens bis abends bringt er seinen Oberkörper in Form. Manchmal jedoch, wenn er zu hart trainiert und er abends zu Bett geht und am nächsten Morgen aufwacht, tun ihm die Arme weh. Doch warum eigentlich? Als Muskelkater bezeichnet man einen Schmerz, der nach körperlicher Anstrengung, besonders bei hohen Belastungen der Muskelpartien, auftritt. Durch Überbelastung entstehen kleine Risse, die sogenannten Mikrotraumata, im Muskelgewebe. Kleine Entzündungen an diesen Stellen sorgen nun dafür, dass Wasser in den Muskel eindringt, was wiederum zum Anschwellen des betroffenen Muskels führt. Ein sofortiger Schmerz stellt sich nicht ein, da sich innerhalb der Muskelfaser keine Schmerzrezeptoren befinden. Nach etwa 12 bis 24 Stunden beginnt der Körper jedoch, die durch die Mikrotraumata gebildeten Entzündungsstoffe auszuspülen, wodurch sie in Kontakt mit den außerhalb liegenden Nervenzellen kommen. Dieser Schmerz wird im Volksmund als Muskelkater bezeichnet. Nun, da Cengiz weiß, dass der Schmerz durch zu hohe Belastung beim Training kommt, fährt auch er einen Gang runter.